Kutan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kutan Immobilien. Der große Rathaussaal im Heidelberger Rathaus war am 11. Dezember 2014 bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahlreiche Heidelberger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren gekommen, um bei der feierlichen Einführung der zweiten Amtsperiode von Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner dabei zu sein. Das Domin-Quartett eröffnete mit Wolfgang Amadeus Mozarts eine kleine Nachtmusik musikalisch die Veranstaltung. Erster Bürgermeister Bernd Stadl begrüßte im Anschluss daran die Gäste. Die Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Karlsruhe, Nicolette Kassel, gratulierte Obi Würzner zu seinem Wahlsieg. Sie lobte die bisherige Zusammenarbeit mit ihm. Er sei ein Stadtoberhaupt mit hoher Kompetenz. Obi Würzner habe für Heidelberg viel erreicht. Zum Beispiel bei den Themen Bildung und Erziehung. Die Betreuungssituation der bis zu 6-Jährigen sei bei nahezu 100%. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Vereidigung und Verpflichtung von Dr. Eckhard Würzner als Oberbürgermeister im Namen des Gemeinderats durch den Vorsitzenden der CDU-Fraktion Dr. Jan Gradl. Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann gewähren. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Insbesondere gelobe ich, das Recht der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. So wahr mir Gott hilft. So wahr mir Gott hilft. In seiner Ansprache betonte der frisch vereidigte OB, wie sehr er sich über das hohe Wahlergebnis mit über 80% der Stimmen für seine Person freue. Er lobte die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat bei dem Erreichen von Zielen der Heidelberger Stadtentwicklung. Viele Themen diskutiert, sehr sachlich, ich will es an dieser Stelle auch ganz ausdrücklich sagen, immer engagiert und in dem einen oder anderen Fall auch sehr engagiert, aber letztendlich stand die Sachentscheidung doch immer vor, und ich will das an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich sagen. Nach Ende des offiziellen Teils der Vereidigung hatten die Gäste noch Gelegenheit für ein Gespräch miteinander.